Also erstmal Video. Doch nicht. Feuer. Muskulär. Und ja, ein Klotz. Die Elfen. Und ja, der Zwerg, Wurmklotz. Der Verrückte, der Wizard. Dann jetzt ihr Beste. Super Klötze, der Klötze. Riesentitten, cool. So, Femia. Was Magierin, Sorcerer, okay. Skelette, cool. Ja, es regnet. So, ja, so, da geht hier los hier bei, was? Dragon's Crown Pro Version von Sega vor allem. Dass die Firma noch gibt. Na, okay, 2021 haben wir jetzt. So. Wie Speicherstand hochladen. Runterladen, schön weitermachen, wo ich dran war. Wie? Naja. So, ja, doch, hier geht weiter. So, man konnte sich am Anfang ja, die 6 Figuren aussuchen. Könnt ihr euch ja wohl vorstellen, was ich mir geholt habe. Verbindende aussuchen. Also mittlerweile geht das hier auch. So, schon ein bisschen da gespielt gehabt schon mal. Also zweite Version hier, die Amazonen habe ich jetzt. Und ich selber bin natürlich, wie wir sind ja. Ja, hol die Scheiße mit, so. Alles klar, so. Vielleicht habe ich 2 Spieler auswählen. Also, natürlich habe ich. Ja, hier. Riesenklötze. War aber klar. Wo wahrscheinlich nicht so gut ist. Weil ich ist eine Magierin. Vielleicht wäre hier der Kudel besser oder was. Aber hier der Zwerg. Hier auch. Hier auch ein Klotz, ey. Nice Klötze, ey. Ja. Neue Spielfigur. Ne, ne, ich lasse das so wie das ist. Die Abenteuerbericht. Normal, ja. Bestimmt auf easy gemacht. Weiß noch. So, also hier Taverne. So, verlassen, so speichert, alles klar. Ein Hund, cool. So, es ist auf jeden Fall ein Beat'em-up-Rollenspiel. Sieht ja schon mal cool aus, ey. Da, nur wer dem Atem wackelt, alles cool, alles klar. So, gefällt mir. Mit ihrem, ja, 100k Brüsten, so, alles klar. Ja, die sind ein bisschen komisch aus Amazonien, ja, die hat Muskeln, okay. So, ich bin hier zu zweit, ich steuere nur Hidi. Der hier ist Computer gesteuert und hinten der Typ. Und so ist wieder, was das ist. Der öffnet für mich Kisten und sowas. Ja, hier kann man, also stimmt, hier. So, kann man auch hier Sachen rumfuchteln. So, jetzt bin ich hier in so einer Stadt. Kann man auch überall, müssen wir dann da reingehen. Wenn man oben drauf drückt, geht, passiert nichts. Ich habe schon ein Video schon gemacht, das war, weiß ich nicht, 40-50 Minuten lang. Das ist mir zu hoch für das, zu viel für das hochzuladen, deswegen mache ich jetzt hier ein kleineres Video. Hier, die, also die kann man auch verprügeln. Ha, what are you doing? Ja, kriegst du direkt 9 und hoch. So, dann geht das drum, als so ein Stage Fight Beat'em Up Rollenspiel, keine Ahnung wie man das benennt. In die Luft kann man hier so Sachen machen. Und andere Tricks machen. Erstmal den hau ich die Äpfel vom Leib. So. Aber wie ich wurde festgenommen. Okay, ist noch nie passiert. Mit einem Mädchen zu weit getrieben wurde es eingesperrt. Okay. Das erste Mal, okay, warum nicht? So, jetzt muss man halt dann hier. Kann ich jetzt hier reingehen? So, damit man mal zeigt, dass hier Gegner sind. Oder hier weitergehen, Tor. So, ein bisschen komisch gemacht, da ist halt die Stadt.
So, jetzt müssen hier auch Gegner kommen, auch nicht. Da kann man schnell laufen, keine Ahnung, hier ging. Sachen auswählen. Muss man hier mal was hier reindrücken. So, okay. Wird wo richtig sein? Na, da jetzt. Zweiter Level oder was? Zeige ich einfach mal ein bisschen, wie man kämpft. Boss, okay, da war ich noch nicht. War ein bisschen komplizierter auszusuchen, dass man überhaupt kämpfen kann. It was destroyed following an invasion from the Northern Empire. Now it is a dangerous place. So, wie man denn hier sieht. Full of dragons and wyverns. Ja, das ist meine, wo ich am Spielen bin, Level 2. Die habe ich eben dazu gemacht. Und da kann man noch zwei Leute noch dazu machen. Also ist man zu viert. Man kann doch wahrscheinlich auch mit zwei Player auch spielen. Aber jetzt hat man hier drei, vier Leute, die mir helfen. Hauptsache, ich steuere jetzt CD. Wenn nicht, ich hätte mir auch jemand anderen aussuchen können. Egal. So, wir müssen jetzt hier wohl jetzt Gegner kommen. Da ging schnell der Schnitt auf. Ah ja, Gegner. Dann ist das hier wie so ein Super Nintendo Kampfspiel wie Final Fight. Wenn die ganze Zeit draufhauen, hat man noch Spezialattacken hier noch. Schießen kann man einfrieren, weil wir Schnitt als Mögliche. Jeder hat verschiedene Sachen, die der machen kann. So, erst ein Gegner war auch schon recht schwer. Also jetzt sind Level 2, das hier sind Leben, die man hat. So, stimmt, da wo die 2 wo da steht, das sind Leben. Verlieren noch Leben und dann ja, dann muss man halt die Level nochmal komplett neu machen. So, aber cool hier, Wackelparade. Cool. Riesensinn Wackelparade, was ist hier los? Erkennt man bei jedem Kampfspiel, wo hat einfach die Gegner am Bildschirmrand einfach kaputt hauen, da haben sie normalerweise keine Chance. Als teleportieren kann ich noch. Wie gesagt, jeder hat verschiedene Fähigkeiten. Die anderen Charaktere habe ich schon ganz ausprobiert. So, einfach mal weitergehen. So. Tja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingucken soll. Ja. Ja. So, größer als der Kopf. So, alles klar. Cool. So, gefällt mir. Ach, der sammelt für mich auch Gold? Oder klaut? Wie wissen wir klauen? Du sammelst das für mich, dann kriegst du ein paar. So. Reinrutschen, 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 wie im Fußball, eh die coolste Attacke. So, hier. Ja, öffne die mal. Hallo. Ja. Danke sehr. Cool. Ah ja, Waffen kriegt man hoch. Deswegen keine Ahnung, was das hier ist. Ein Beat'em Up oder was? Aber teilweise auch Rollenspiel. Die Anfrage. Ich sag, man kann sich ja später noch da verbessern und alles Mögliche machen. Das ist alles so eine Mischung Action. Action Beat'em Up, Rollenspiel, alles Mögliche. It is said that whatever this man desires, by thievery he can acquire. Rani asks. Are you, Ja. So. Pursue the thief, apprehend him and reclaim the scepter. Jetzt hat mich doch bestohlen, der Arschloch. Am Arsch. Und jetzt. Schlagstuhl, ey. Wo ist das jemand anderes? Ah, war doch jemand anderes. Okay, ich nehme ich das einen Ruck zurück. Entschuldigung, so. Alles klar, gut. So, schnell nach vorne. Was ist denn hier los? Gegner am Boden? Jetzt habe ich meine Waffe hier fallen gelassen, oder was? Wir haben sie nur schon geklaut. Hä, was ist denn hier los? Ja, ist meine Waffe fort. Jetzt kommen hier so alle die Gegner. Tja, gegen die verliere ich noch was. Tja, da haben sie auch schon die Waffe geklaut. Was ist denn hier überhaupt? Wieso kann ich denn die treffen?
Keine Ahnung. Gut. Außer da kommen keine Fische mehr. Okay, sieht so ähnlich aus wie mein Kumpel, der mir hier für mich die Truhen aufmacht. Oder? Ja, sieht so ähnlich aus. Ja, macht euch auf. So. Cool. Glötzparade. So, euer Messer hört. Okay. So, ich will normale Stellen, so Gott sei Dank schon. Normal draufhauen, cool, cool, cool. Cool, mehr. Cool, cool, cool. So, alles schon einsammeln. So, schnell auf, komm hoch. Ja, wackelt noch mehr, cool. So. Ich habe mir deswegen gekauft, ich wusste das gar nicht. Ich hatte vorher schon mal hier so ein Video gesehen von dem Spiel. Aber ich habe einfach mal auf Runterladen gedrückt. Wusste gar nicht, was das ist. Manchmal kaufe ich mir extra so Spiele hier wegen so Klötze. Aber diesmal nicht. Da wusste ich nicht. So. Ja. Ja, Hammer. Also konnte man sich noch die Farbe vom Kostüm auswählen und ganz am Anfang. Das ist eigentlich unwichtig. Klar, die Klötze, das lenkt ab, aber egal. Ich hätte noch besser wahrscheinlich da einen Ritter holen sollen. Der zieht mehr ab und hält mehr aus. Aber egal, wahrscheinlich hat er nicht hier so coole Attacken. So, auch kaputt. Oh, der Kohle. Ah, hier ist was Neues. Mach's voll auf. So. Guck ich mal gerade, dass ich hier bis zum... Ja, schnell laufen ist ein bisschen schwer. Zweimal ihr Stick drücken. Funktioniert nicht so ganz. Oh, Controller schon wieder fragt. So, wird wohl jetzt hier ein Endgegner kommen. Gleich. Was haben wir hier? Ja, ja, plündert Skelett. Wo ist denn hier? Kannst du das Skelett nicht plündern? Okay, wird kaputt gehauen. Meine Augen, also kann man, was kann man da sprechen oder was? Aber gut, keine Ahnung. Wie gesagt, so viel habe ich nicht gemacht, ich weiß nicht. Was hier generell abgeht. Gerade nur mal gucken, dass ich bis zum Endgegner mal komme. Ah ja, gut, passt ja. So, jetzt wird das schon ein bisschen schwieriger. Also man hat noch Heiltränke dann zum Einsetzen und so weiter, aber will ich eigentlich nicht. Gut, Leben verschwenden ist noch sinnloser. Weil die kriegt man nicht so schnell wie jetzt, wenn man da, ja, Leute kaputt haut. Ich weiß gar nicht, jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich den schnell einsetze, aber jetzt habe ich ja gerade gemacht, okay. So, keine Ahnung hier, was für eine Stelle bei jedem Knopf. Die nicht kommen, weil das kostet 10 Euro. 2-3 GB, aber was war groß, aber was, keine Ahnung. So ganz okay, aber wenn ich dann nicht weiterkommen sollte und so weiter, einfach nur so viel zum Zocken, hat Spaß gemacht, was soll's. Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt auf Anhieb jetzt pack. Schon wieder hier kaputt, Ja, schon so eine Special-Attacken machen, aber das funktioniert eh nichts. Normale Gegner sind noch gehört. Ja, von mir aus. So, gibt es bestimmte Kombos, die man machen kann, könnte. Wenn man kann, rafft, was wie immer. Dead. Cool. Schon tot. Leben verheizt, so was. Aber ich nehme hier volle Energie normalerweise. Bin ich aber, man sieht nichts. So. Eigentlich sollte man sich ja ein Leben sparen. Wichtiger als Heilgegentränke. Auch gar nicht gerade, wo ich hier bin, ja, auf das Papierlevel, Ich muss, glaube ich, nur einen Endgegner packen, die normalen Gegner sind quasi egal. Ich muss normal danach weitergehen. Wenn man mal so weit käme. Lichtgegenstände kann ich später wieder kaufen. Oder auch nicht, mehr Leben verloren. Aber ratzfatz geht das hier. Das ist wahrscheinlich Standard so, ich weiß nicht,
So, hier Wirbelsturm zieht am meisten ab. Ja, warum die hat eben nicht so, keine Ahnung, egal. So gepackt. Ja. Alle haben blaues Auge, was mindestens. Zepter halten. Neue Waffe oder was? He produces the scepter from his bag and hands it to you. Alles klar. Ja. Statistiken. So, wieder Level hoch. Mehr Energie und alles. Ja gut, jetzt müssen wir mich mal gucken, dass ich wieder mehr Leben und so weiter ansammle. Was wollte ich hier? Verstehe ich nicht. Kann man wieder verkaufen, aber ich will das Bild ja behalten. Mitnehmen, beenden. Ja, kann man wohl später wahrscheinlich auch verkaufen. So, egal. Ja, also jetzt habe ich wieder zwei Leben, okay. So, hier ist die Karte noch. Kann mich auch hin teleportieren. So, wo sind wir hier? Mein Lager, Fähigkeiten, Ausrüstung. Habe ich jetzt da besser gekriegt? Leichenstab. Na gut, keine Ahnung. Geschätzten Gegenstände nicht anlegen, aber verstehe ich nicht. Muss man wohl irgendwas damit machen, ob wir es besser verkaufen können. Naja. Dann hier mit den Klötzen, ja, so, dann geht das dann halt so weiter. Keine Ahnung wohin. Geht zum Schloss, ah ja, wie gesagt, da kann man schon hinterpretieren. Müsste auch recht schnell gehen, ohne Leistungen. Ja, alles klar. The man. Ja. Warte mal, keine Ahnung. Ah, neue Trophäe, cool. Ja, und dann geht er halt so weiter. Wieder Quests hier annehmen und immer in der Stadt rumlaufen. Schätze mal, so groß ist das Spiel dann doch nicht. Immer wieder hin und her, ein paar Sachen immer machen. Oh, wahrscheinlich doch so groß das Spiel, wer weiß. Naja, macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, sag ich einfach mal so, Daumen hoch. Und du gibst mir deine Apple her. Genau das. Oh, so. Das war's hier mit dem Spiel. Hoffentlich hat es dir gefallen. Mit dem Abonnieren. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Wir sind Tschüssi. Das war's. Bis dann.